liebe Freunde, liebe Partei der Linken, wie Sie mich heute hier eingeladen haben, nach Güstrow zu kommen. Wie schon erwähnt, ist es nicht mein erster Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern. 2009 erhielt ich in Schwerin den Preis Courage. Aber wie schon erwähnt, ich mit meinen Freunden aus Paris, wir waren schon 1992 in Rostock. Ich möchte Ihnen ganz kurz vielleicht sagen, wie eine Gruppe, die aus Paris kam, aktiv sich gegen diese Ausschreitung gegen Ausländer demonstrieren konnte. Am 19. Oktober 1992 fuhren wir mit 50 Demonstranten, die Älteren waren die Mitglieder unserer Organisation, die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich, und die Jüngeren gehörten zur jüdischen Studentenorganisation Betar, mit dem Autobus von Paris nach Rostock, mit dem Autobus. Als der Bus vor dem Rathaus hielt, wurden wir von Rutko Kavsinski und anderen Mitgliedern der damaligen, die Organisation hieß Roma Nationalkongress, begrüßt. Für uns war es ein Solidaritätsbeweis mit dem Roma und der Protest gegen den deutsch-rumänischen Vertrag, der am 24. September 1992 unterzeichnet wurde, an dem gleichen Tag, an dem nur 50 Jahre davor im besetzten Frankreich schreckliche Razzien gegen die rumänischen Juden stattfanden. Der Vertrag, der einige Tage später zur Anwendung kommen sollte, beinhaltete die Ausweisung einer Minderheit, nämlich der Roma, aus Deutschland in ein Gebiet Rumäniens oder Ex-Jugoslawiens, das heißt, sie sollten dorthin geschickt werden, wo sie neuen Gefahren ausgesetzt waren. Die Demonstration der jüdischen Gruppe war auch ein symbolischer Akt, denn die Juden und Roma, Zigeuner, wie man damals sagte, sind während des Krieges durch Europa gejagt, gehetzt und dann in Auschwitz vergast worden. Ich hatte am Anfang versucht, mit der Bürgerschaft eine Mahntafel auszuarbeiten, und zwar deren erster Satz lauten sollte: In dieser Stadt gingen Menschen im August 1992 erneut mit rassistischen Gewalttaten und Brandstiftungen gegen unschuldige Familien, Kinder, Frauen und Männer vor. Weiterhin sollte daran erinnert werden, welches die Verantwortung der Deutschen gegenüber den Roma ist. Und wir wollten die Tafel mit dem Aufruf enden lassen: Deutsches Volk, erinnere dich an die Vergangenheit und tritt diesen Tendenzen entgegen. Die Bürgerschaft war mit dem Text natürlich nicht einverstanden, weil unter allen Umständen sollte die Verbindung zwischen Rostock und Vergasung der Zigeuner während des Krieges vermieden werden. Ihr Vorschlag für die Tafel lautete einfach der Satz: Wehret den Anfängen. Dieser Satz sollte alles andere ersetzen und gleichzeitig diese eine Sache unausgesprochen lassen, nämlich dass in Auschwitz in einer einzigen Nacht am 2. August 1944 3000 noch lebende Zigeuner im Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau vergast wurden. Wir hatten daher keinen Anlass mehr, mit der Bürgerschaft zusammenzuarbeiten, und nun entschlossen daher, die Demonstration allein durchzuführen. Die Polizei brutalisierte dann unsere Demonstranten. Wir waren eine kleine Gruppe mit alten Leuten, einige Überlebenden aus den deutschen Vernichtungslagern, im Gegensatz zu den zahlreich erschienenen Polizisten, die mit ihrem Autobus unseren Bus umstellten. Wir wurden dann mit Sirenengeheul und Blaulicht zum Polizeirevier verbracht. Ungefähr 10 oder 12 Polizisten, sie sahen aus wie Marschmenschen, die hatten diese großen Uniform um, kamen in den Bus rein und stellten sich sogar in den Mittelgang. Es war eine unglaubliche Weise, uns zu behandeln. Vor allem, wenn man daran denkt, wie zurückhaltend, wie Sie schon sagten, die Polizei reagierte, als Menschen in Lebensgefahr waren, als die Skinheads ihre Molotow-Cocktails in das Heim der Asylanten warfen und die Polizei nicht zart und daneben stand. Da das Polizeirevier uns nicht aufnehmen konnte, mussten wir die ganze Nacht in einem kalten Gymnasium verbringen, das zum Polizeirevier gehörte. Und wir blieben dort bis ungefähr 4 Uhr morgens. Der französische Konsul aus Hamburg musste in der Nacht anreisen. Er brachte die Älteren unter uns in Familien, wo sie bequemer schlafen konnten. Am nächsten Morgen, nachdem 3 angebliche Schuldige herausgefunden wurden, durften wir gegen 11 Uhr in den Bus steigen und nach Paris zurückfahren. Die 3, die geblieben wurden, hatten einen Prozess hier in Rostock. Aber die deutsche Presse hatte überparteilich über unsere Protestaktion berichtet, denn die Titel lauteten: Jüdischer Prozess, Solidarität mit den Roma, Festnahmen. Was wir zu sagen hatten, war von der Öffentlichkeit gehört worden.
In den folgenden Jahren habe ich mich dann noch viel oft in zahlreichen Demonstrationen mitgearbeitet und mitgebracht, wo es darum ging, den Rom unsere Solidarität zu zeigen. Das war die Einführung, um zu sagen, dass ich mit Ihnen, was sich mit Ihnen in Mecklenburg viel verbindet, aber auch, dass wir als Gruppe und ich auch, ich meine, es ist ja eine Freunde, mit denen wir immer zusammenarbeiten, dass wir ständig aktiv waren, dass wir uns nie damit begrückt haben, also nur Kommuniqués daraus zu geben, sondern dass wir immer an Ort und Stelle waren, wo die Opfer leiden und litten. Ich möchte vielleicht noch kurz etwas über mich sagen. Ich meine, Sie wissen schon vieles, aber Sie wollten mich im Französisch begrüßen, aber Sie wissen, ich bin in Berlin geboren. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin 1939 geboren und aufgewachsen in einem Berlin der Ruinen. Sie wissen, was es ist. Mein Vater musste Steine klopfen. Meine kleine Kindheit war, der Spielplatz waren die Ruinen. Im Laufe der Jahre, ich bin 1960 aus Berlin weggegangen, habe ich begriffen, wo ich lebe, in einer Stadt, die geteilt war. Wir lebten im westlichen Sektor, im britischen Sektor, aber wir hatten Tanten. Ich hatte Tanten in Ostberlin und fuhr natürlich von einem Teil der Stadt in die andere. Ich ging 1960 raus, es war noch keine Mauer, als ich in Berlin lebte. Aber ich merkte doch, in einer Stadt zu leben, warum? Hier waren zwei Welten einander, die kapitalistische, die kommunistische, wie man so schön sagte. Und wie konnte das noch kommen? Mir wurde schon klar, dass es die Folgen des Zweiten Weltkriegs war, verantwortlich dafür war Deutschland gewesen. Und das hatte mich vielleicht auch später geprägt für meine ganze Aktion, dass ich mich da irgendwie nicht als West- oder Ostdeutsche fühlte, sondern allgemein als weder von Ost noch von West, sondern als eine allgemeine Gesamtdeutsche. Und das hatte ich auch später dann in meinen ganzen Konferenzen, ich sagte, ich stelle mich vor als Beate Klaasfeld, die wieder vereinte Deutsche. Und das war, die Aussage meiner ganzen Aktion, dass ich so genauso gut für Ostdeutschland sprach wie für Westdeutschland. Ich war dann 1960 in Paris angekommen und ich lernte Gott sei Dank meinen Mann kennen, das war ganz symbolisch sogar, wir lernten uns kennen im Mai, das war der Tag, wo Eichmann aus Argentinien nach Israel gebracht wurde, vom Mossad gekidnappt. Also es war schon mal etwas Symbolisches, aber auch Symbolisches, als ich meinen Mann das erste Mal traf und er sagte mir, er ist Jude, sein Vater ist in Auschwitz deportiert worden. Er ging an demselben Abend ja zu einem deutsch-französischen Treffen, er sagte, weißt du Beate, für mich sind nicht die Deutschen schuldig, ihr habt in eurem Land gehabt Hans und Sophie Scholl. Und das war für ihn ausschlaggebend zu sagen, die Deutschen sind nicht schuldig und deswegen habe ich mich auch nie schuldig gefühlt. Ich habe mich immer, wollte ich sagen, schuldig gefühlt, nicht schuldig, aber zumindest sagte ich, als Deutsche muss man gewissermaßen historische und moralische Verpflichtungen erfüllen. Als ich dann später in Paris politisiert wurde, Serge ist ja Historiker, hatte gerade die Hochschule der politischen Wissenschaften absolviert, er zeigte mir viel, denn in den 60er Jahren, ich weiß nicht, viele werden ja jetzt, ich weiß nicht, wie viel noch damals zur Schule ging wie ich, sie sind ja alle viel jünger, ich bin jetzt mit meinen 73, fühle ich mich manchmal doch schon ein bisschen, dass da vieles distant ist, aber in der Zeit, es hat sich natürlich vieles geändert, sprach man überhaupt nicht über das, was zwischen 33 und 45 in Deutschland geschehen war. Und deswegen musste ich versuchen, also mich hier irgendwie zu engagieren. Und ich sagte, die erste Reaktion war die Wahl von Kurt Georg Kiesinger 1969. Ich war auch im deutsch-französischen Jugendwerk seit er gegründet hatte, dort gearbeitet und wurde dort fristlos entlassen, weil ich einen Artikel geschrieben hatte, es waren mehrere sogar, wo ich sagte, ich als junge Deutsche kann es nicht zulassen, dass die Bundesrepublik einen Nazi-Kanzler als Regierungschef hat. Darauf wurde ich fristlos entlassen, aber wir mussten uns dann eben engagieren. Serge und ich, wir waren alleine am Anfang, also wir waren alleine, natürlich kam es dann, dass Leute uns unterstützten, die erste Hand wurde uns von der DDR gereicht.
Aber wir hatten auch die Möglichkeit dann, es ging ja nicht nur darum, jetzt zu sagen, dass die Vergangenheit von Kiesinger aufzudecken und deswegen auch immer noch, wenn man sagt Stasi-Akten, als mein Mann das erste Mal in die DDR reiste, war es, um die Akten des Propagandaministeriums in Potsdam einsehen zu lassen. Das waren NS-Akten und es waren keine Stasi-Akten. Und dann wurden uns auch die Archive geöffnet und wir konnten unsere Dokumentation über Kurt-Georg Kiesinger zusammenstellen und auch verteilen. Die Dokumentation alleine genügte nicht. Das brachte gar nichts. Im Gegenteil, man sagte mir, Frau Klaas, der Kiesinger ist demokratisch gewählt worden. Wir mussten dann versuchen, die Presse zu instrumentalisieren. Das heißt, Sie wissen ja, im Allgemeinen Presse, hier ist ein bisschen, die brauchen etwas als Aufhänger und dann wird der Inhalt, den ich bringen wollte, berichtet. Erste Zwischenfolge im Bundestag, wo ich als Kiesinger sprach, wo ich rief, Nazi Kiesinger abtreten. Und da merkten wir schon, dass wir auf diese Art und Weise eben die Aufmerksamkeit der Presse erreichen konnten. Dann war eben das, was mich später, wollte ich sagen, heute auch noch, was in die deutsche Geschichte eingegangen ist und das deutsche Gewissen, das ist die Ohrfeige gegen Kiesinger am 7. November in Berlin 1918 in der Kongresshalle. Aber auch das war vorbereitet gewesen. Es war sogar vorbereitet in einer TU, in einem Teach-In, wie es damals so schön hieß, in der TU mit Grass, anderen Intellektuellen zusammen, sagte ich, ich kann es nicht erlassen, ich muss mit illegalen Mitteln ankämpfen, um meine Botschaft durchzubringen. Und ich sagte, ich würde Kiesinger ohrfeigen. Natürlich, die Studenten lachten, Grass kritisierte das sofort. Aber diese Geste war dann eben möglich in Berlin in der Kongresshalle. Und es war, würde ich sagen, als ich aus Paris kam, hätte ich mir das natürlich auch nicht vorgestellt. Aber es war eine Geste, die viel aufrüttelte. Das war die Geste einer der jungen Deutschen, der antifaschistischen Jugend. Ich war ja viel mit ihnen zusammen. Das war der Aufschrei, genug damit, dass ehemalige Nazis wieder das Leben in der Bundesrepublik nach dem Kriege prägten. Der Auslöser war eben diese Ohrfeige. Es ging dann natürlich, wir hatten dann andere Aktionen, aber wie Metzerschmach sagte, zumindest an diesem Abend, du wirst nie wieder etwas so gut, so etwas Wichtiges tun wie dann. Er dachte auch schon, Auszeichnung in Deutschland musste erst später kommen. Da musste schon recht alt sein. Und Sie wissen ja, das Bundesverdienstkreuz ist schon mehrere Mal abgeschlagen worden. Aber die Linke hatte mich ja vor 3-4 Jahren, da waren Serge und ich nach Berlin eingeladen, für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Das ist abgelehnt worden, das letzte Mal, glaube ich, ist unter Westerwelle. Ich sagte vorhin schon, die erste Hand, die uns entgegengestreckt wurde, kam von der DDR. Aber ich hatte mit beiden deutschen Staaten, das sage ich ganz offen, immerhin ein sehr stürmisches Verhältnis. Ich saß 5 Wochen in Ossendorf in Köln im Gefängnis ein. Und die DDR schloss uns die Türen, als ich gegen Antisemitismus und Repression in Prag und in Warschau mich ankette und die Kommunisten protestierte. Aber wo Gewalt gegen Menschen angewendet wurde, habe ich protestiert. Das heißt, in allen südamerikanischen Diktaturen. Ich habe mich für die Menschenrechte eingesetzt in Bolivien unter Banza im Jahr 1972, in Argentinien und Uruguay gegen die Militärjunta im Jahre 1977, vor dem Palais de la Moneda von Pinochet in Santiago de Chile und gegen Stroessner in Asunción 1984. Und ich habe das Versprechen der Alliierten eingelöst, das heißt, die NS-Verbrecher nach dem Kriege bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Ich habe das nicht nur in Deutschland getan oder in Südamerika, aber auch in Damaskus, wo Assad der rechten Hand von Adolf Eichmann, Alois Brunner, Schutz gewährt hatte. Und das war Alois Brunner, der in Nizza meinen Schwiegervater festnahm und von Nizza wurde er über Drancy nach Auschwitz deportiert und verstarb dort. Und mit dem Gesetz, das in den Presse genannt wurde, Lex Klarsfeld, konnten wir 1975 die deutsche Justiz zwingen, die NS-Verbrecher, die in Frankreich tätig waren, zu bestrafen. Es wurde 1971 ein Zusatzabkommen unterzeichnet, das Willy Brandt unterzeichnete, als er Bundeskanzler wurde. Und das nach Ratifizierung, es erlaubte, die NS-Verbrecher, die verantwortlich waren für die 76.000 Juden, die aus Frankreich deportiert wurden, die alle unter ihren eigenen Namen in der Bundesrepublik lebten, vor Gericht zu stellen. Aber wir hatten natürlich Schwierigkeiten, denn es war ein ehemaliger Botschaftsangestellter, Ernst Achenbach, der während des Krieges in Frankreich der Chef der politischen Abteilung war, der das grüne Licht gab für die Deportation von 2000 polnischen Juden. Und dieser Achenbach
im Bundestag sagte, niemals diesen Vertrag ratifizieren, genug damit, wir müssen vergessen. Aber auch hier, wie schon sagte unsere Gruppe, die damals in Rostock war, auch da waren wir während der ganzen Zeit aktiv, Demonstrationen vor dem Lischka-Büro, Demonstrationen in Bonn, um diesen Vertrag ratifiziert zu bekommen. Und der Vertrag wurde ratifiziert. Und wir haben es kam auch zu Interventionen von französischen Präsidenten, aber wir haben als Serge, der Jude und Franzose, und ich, die Christin und Deutsche, wir haben es geschafft, damit einen Streit zwischen den Deutschen und Franzosen zu verhindern. Denn hätte der Vertrag nicht ratifiziert werden können, wären diese deutschen Verbrecher, die in Frankreich tätig waren, nicht vor Gericht gestellt worden. Das würde ich sagen, seitdem ist unser deutsch-französisches Ehepaar exemplarisch geworden. Ich habe auch schon erzählt, mein Schwiegersohn ist Italiener. Also wir haben jetzt versucht, uns auf drei europäische Länder schon auszuweiten. Das sind ja sehr wichtige Länder in Europa. Ich wurde als Deutsche nicht nur in Frankreich ausgezeichnet, Sie wissen, ich hatte deswegen auch meine Dankbarkeit Herrn, dem Präsidenten Mitterrand, aber auch schon der französische Staatspräsident Sarkozy, aber auch schon der französische Präsident Mitterrand hatte mich ausgezeichnet. Ich habe auch viel in Amerika Vorträge gehalten, bin dort ausgezeichnet worden, in Israel, wo ich zweimal für den Friedensnobelpreis von der Knesset vorgeschlagen wurde. Ich möchte noch hinzufügen, vielleicht, Sie haben schon genug von mir gehört, aber ich möchte noch mich, weil ja auch auf die Fragen gestellt wurden, wie sehen Sie sich Ihre Arbeit als Bundespräsidentin vor? Ich meine, die Frage ist gestellt, ich werde es nicht werden, aber nur gut. Aber da möchte ich sagen, ich habe von der DDR die Lambrakis mit beibekommen. Sie wissen ja, Lambrakis und Manuelis Bündnis haben von der Akropolis die Hitlerfahne runtergerissen. Es waren mutige Männer und ich war von der DDR für die Lambrakis-Maille ausgezeichnet worden. Und deswegen ist es für mich jetzt sehr wichtig, dass wir es nicht zulassen als Europäer, dass das griechische Volk gedemütigt wird. Und ich würde mich für ein moralisches... Ich würde mich für ein moralisches Europa einsetzen. Denn fällt Griechenland ab, werden andere europäische Staaten folgen. Und das wollen wir doch nun wirklich nicht. Aber auch in Deutschland müssen wir dazu beitragen, dass hier gegen den Faschismus angekämpft wird. Schließlich konnte die sogenannte Zwickau-Nazi-Zelle 10 Jahre unbehelligt morden. Und Petra Paul hatte mir jetzt in Berlin erzählt, dass anlässlich der Gedenkfeier für die Opfer der Nazizellen darauf hingewiesen, dass es nicht allein um die von dieser Zelle Ermordeten geht. Denn seit 1990, wurde mir erzählt, wurden in Deutschland mehr als 150 Menschen von Rechtsextremisten getötet. Und ich stimme Petra Paul da vollkommen zu, wenn sie sagt, dass wir der Opfer nicht nur gedenken wollen. Wir wollen uns auch mit aller Kraft dafür einsetzen, dass so etwas nicht weiter geschieht. Und das heißt, dass die Täter sofort zur Rechenschaft gezogen werden. Und nicht, dass man... Und nicht, dass man die in den Ermittlungsverfahren jetzt, die man einleitet, und Sie wissen ja, den Gerichten, das dauert jahrelang. Ich selbst bin am Abend nach der Ohrfeige, so schnell kann es gehen, zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Also man kann das schnell über die Bühne bringen. Die Gedenkfeier war natürlich wunderbar hier in Berlin, aber es müssen auch Taten folgen. Und ich glaube, eins ist, das sagten Sie ja vorhin schon, eine ist, dass die NPD verboten werden muss. Und diese Ausrede immer, aber wenn man diese Partei verbietet, wird es Untergruppen gehen. Aber was war die Zwickauer Gruppe? Das war ja schon eine Unterabteilung der NPD. Man hat ja gezeigt, wie sie mit den NPD-Leuten verzwickt war. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir, wenn ich mich noch irgendwie in den nächsten Tagen engagieren kann, auf jeden Fall hier besonders stark vorgehen. Ich meine, unsere Gruppe und ich selbst habe schon 1969 gegen die NPD demonstriert, in Schwabach von Thatten, in Stuttgart, in München. Und ich weiß, wie das ist, eine Demonstration gegen die NPD. Im Allgemeinen, sie werden von den Saalordnern geschlagen. Die Polizei steht dann dazwischen, aber im Allgemeinen hat die Polizei mehr Sympathien mit den NPD. Sie sagt mal, sie muss ja die Veranstaltung schützen, nicht? Das ist ganz klar.
klar, also geht sie auf die Demonstranten ein. Also ich kenne das und ich weiß, wie das ist und deswegen würde ich sagen, all diejenigen, die heute auf die Straße gehen, viel Mut zusprechen. Und Herr Steffen Burkhardt hatte mich auch darauf hingewiesen, ich sagte, wir hatten Gedenktafel in Rostock und hier haben Sie ein anderes Problem mit Rostock, dass Neonazis die Umbenennung der Ilja-Ehrenburg-Straße in Rostock erreichen wollen. Damit würde ein Name aus dem Stadtbild verschwinden, der für den Widerstand gegen die Unterdrückung von Juden steht. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum der Rostocker Oberbürgermeister die Umbenennung unterstützt. Ich spreche mich ausdrücklich dafür aus, das mit dem Straßennamen an Ilja Ehrenburg zu erinnern. Und ich möchte auch daran erinnern, dass ich schon ein oder zweimal an den Bürgermeister oder ich weiß nicht wen in Rostock geschrieben habe, um unsere Tafel, die ja damals wild geklebt war am Rathaus in der Demonstration abgerissen wurde, dass auch die heute ihren Platz am Rathaus in Rostock finden kann. Sie sehen, unser gemeinsamer Kampf gegen das Vergessen und gegen die Nazis auch heute noch aktuell. Und ich freue mich über jeden Erfolg. Und die sogenannte antifaschistische Klausel, die auf Initiative der Linken in die Landesverfassung von Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen wurde, ist eine gute Sache. Rassistisches Denken und Handeln sind mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Und vor 20 Jahren habe ich meine Rede auf einer Kundgebung mit dem folgenden Satz beendet: Von dem Augenblick an, wo ich als junge Frau begann, mir durch meine Aktion Gehör zu schaffen, bis zum heutigen Tage ist mir klar bewusst, dass mein Kampf gegen die Anwesenheit ehemaliger Nazis im politischen Leben, gegen die Straflosigkeit der Nazi-Verbrecher, gegen die Rechtsradikalen und die Solidarität mit den Minderheiten und Verfolgten nicht nutzlos war. Und heute möchte ich hinzufügen, ich freue mich, dass ich unter Ihnen so viele Mitstreiter habe, dass Sie mich als Kandidatin gewählt haben und ich hoffe eben nicht nur, dass die linke Partei für mich wählt, dass wir aber auch noch Wählerstimmen finden bei den anderen Parteien, denn meine Arbeit ist die einer exemplarischen Deutschen. Ich bin keiner Partei zugefügt, aber meine Arbeit, würde ich sagen, hat internationale Aufmerksamkeit erreicht. Und ich würde sagen, im Gegensatz vielleicht zu Herrn Gauck, der in der DDR für die Bürgerrechte kämpfte und während er die Stasi-Akten danach aufarbeitete, war ich als Deutsche damit beschäftigt, in Westdeutschland die Akten der Nazi-Verbrecher aufzuarbeiten und die dann nicht nur in der Bundesrepublik zu erfolgen. Sondern in der Geld. Ich hoffe vielleicht, dass ich, wenn ich wieder mal nach Rostock komme, dass wir dann die Tafel anbringen können, die an die Ausschreitung in Lichtenhagen erinnert und an die Tatsache, dass eine Gruppe aus Frankreich angereist kam, um hier zu protestieren. Vielen Dank.